So, und damit herzlich willkommen zu Für Nüsse, dem einzigen Podcast, Punkt. Der live in einer Behindertenwerkstatt aufgenommen wird. Wir basteln hier uns in verschiedenen Mosaiken einen Podcast zusammen. Mit wir meine ich Dirk. Ja. Und Klaus. Ich mache es mal ein bisschen leiser am Monitor. Ich finde das ganz schön laut. Ja, stimmt. So, also, wir sind Dirk, wir sind Klaus, wir sind hier bei Für Nüsse, Folge 3, nee, 34, 34? Ja, okay. 33. Echt? Letztes Mal hatten wir 32. Okay. Na gut, dann sind wir jetzt bei Folge 33. Mensch, Schnapszahlen. Glaube ich. Reden oder? Wir bitte über Schnaps. Irgendeine Folge halt, ihr wisst es ja besser als aber, wir, also ich weil ich ihr besser, euch ich alle ich lauter als mich, ne? Ja? Ja. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ich hab mich auf vollen Anschlag und dich habe ich ausgeklammert. Ja, wie bei mir. Ja, jetzt super. Das liegt an deinen Kopfhörern. Ich habe dich ein bisschen mehr auf rechts gestellt jetzt. Ja. Auch mega relevant für unsere Zuhörer. Genau. Wir sind der Podcast, wo wir uns immer gegenseitig Fragen stellen. Diesmal ist Dirk da mit einer Frage, weil wir reden normalerweise erstmal 10 Minuten über irgendwas anderes. Ja, nämlich, wenn ihr das jetzt hört, dann denkt ihr auch, hoidi doidi, was ist denn da bei GZSZ los gewesen? Oh. Ja, was ist denn da bei GZSZ los geworden? Kannst du mal was aus dem Keller los erzählen? Geworden? Weiß, genau, der Keller ist los geworden. Ja, der lief voll und dann musste er ab. Das ist die ärztliche Diagnose. Tut mir leid, der Keller ist voll, der muss ab. Ja. Der Keller ist ja auch schon der Blinddarm des Hauses. So. Hm. Und mit dem wird es ja nicht verscherzen, ne? Also weil eben, ja. Also wie mit allen Appendizes. Ja, es läuft ja selten mal ein Balkon voll. Außer man, geht's auch scheiße, ey. Außer man, ja, nicht das, ich wollte das Stromkabel neu ordnen, aber es sind jetzt die anderen Kabel drüber. Oh. Wir haben hier ein neues Studio. Okay. Setup. Deswegen, ja, also, Dirk ist Sascha Keller bei GZSZ. Klaus ist leicht verkatert. Nichts Neues, war's also, mit aber ich esse. Oh, wer. Admiral Liebe. Oh, ich trinke nie wieder Alkohol. Habt ihr Whisky das getrunken? Ist alles, was ich. Ach, ja, leider. Wo wart ihr denn? Wie heißt denn der Laden? Der verkauft Burger und Rotwein. Ich hoffe, der heißt auch so. Das weiß ich nicht. Das ist der einzige gute Laden in der Linienstraße in Mitte. Also in wenn Mitte. Den Laden, wenn ja, der, da trifft ja, man sich. Naja, wenn man halt so hip ist wie wir. Das stimmt. Und seine eigene LP rausbringt. Ja, aber mit deinem lässigen Neues Bike soweit. Da rumfährst. Ja, ich hab, mein Bike ist echt ganz schön lässig. Ich habe den Sattel noch nicht aufbezogen. Wo ist das nochmal her? Das habe ich gekauft auf der Stralauer Halbinsel. Dich meldet doch gleich jemand, ja. Du wirst gemeldet, Kollege. Können Sie machen? Verhaftet wegen sexy. Nice. Ich sage nur. Vielleicht ist deswegen Keller auch so gefährlich. Ja. Hast du es? Lief's gestern? Es läuft die ganze Zeit. Das ist die Highlight-Woche. Okay. Freitag, also deswegen sage ich ja, wenn man das hört, weil wir nehmen jetzt, heute ist Donnerstag, der 16. Du brichst die vierte Wand. Oh. Und Freitag, der 17., also morgen, da ist, beziehungsweise haben sie ja mit geworben, anfänglich das Ende einer Ära, Fragezeichen. Hm. Und für der Ruhm und Ära. Serienkrimi des Jahres. Ja, Riss. Also echt krass, wie das aufreißen. Also auf, eigentlich kriege ich das immer von außen mit so Sitzpeter und Jan und Co. Die und so. Ausschlag. Schicken mir dann immer die ganzen. Entschuldigung, ich muss das machen. Die ganzen Berichte. Es ist so geil, es würde gar nicht auffallen, wenn du es nicht kommentieren würdest. Natürlich, das hört man total laut. Dein Ego, ey. Du hörst ich muss hier saugen, Zeit, weil es ist schmutzig. Es tut mir laut, ich sauge. Es tut mir leid, ich sauge, weil es schmutzig ist. Deswegen, ich habe hier gesaugt, weil es schmutzig ist. Ich würde nicht saugen, wenn es schmutzig ist. Tut mir leid, es ist schmutzig. Staubsauger würdest du gar nicht hören. Ah. Wie die Wespe, neulich. Ach, scheiße. Super Antwort. Merkt das schon beim Aussprechen, oh, ist die langweilige Geschichte. Eigentlich ist es ganz gut. Aber ich stell erste Mal eine rhetorische Frage, weil ich einfach nur in dieses Thema rein was will. Haben die Römer uns jemals gebracht? Genau. Was soll der? Nein, meine Frage ist, was soll der Quatsch mit den Alltagsmythen? Hä? Was soll der Quatsch? Alltagsmythen. Ja, eine, zum Beispiel fange ich gleich mit an, weil die mir gerade, die gehört gerade zu mir. Ja doch, ich habe kurz Eis. Und Fritz hat die halt auch schon, also er hat die schon diesen Mythos da Würdest du belegen. Sagen, der Mythos gehört zu dir wie dein Name vor der Tür?
An der Tür ist der Titel des Liedes. Bei mir ist das Klingelschild abgefallen, weil meine Hausverwaltung sich nicht drum kümmert. Es geht um Brandblasen oder Reibungsblasen am Fuß oder sonst was. Ja? Da gibt es ja diesen Mythos, aufstechen, aufstechen. Mhm. Das Dümmste, was man machen kann, ist aufstechen. Das nachweislich medizinisch Dümmste, was du machen kannst. Aber ich kenne ein paar Leute, die es gemacht haben. Auch mein Gegenüber hat schon gesagt, ey, ich habe das von den Oscar. Er hat gedacht, musst du machen, super Tipp. Das war keine Brandblase, das war ein blauer Zeh. Hast du nicht gesagt, eine Blase? Nee. Das ist eine, ja, wenn der Zeh blau ist, da geht es ja darum, Blutblase drunter. Genau. Genau. Ja, ja, aber das war aufstechen. Okay, ich dachte, es wäre. Okay, nee. Dann ist ja ganz gut. Dann kann man ja vielleicht den einen oder anderen noch schützen. Dann ist der Podcast beendet. Dann kann man den vielleicht schützen vor diesen Fehlern, falls ihr irgendwie diesen Gedanken habt von, ich habe eine Blase am Hacken durch Joggen oder ich habe halt einen am Handgelenk, so wie ich gerade, durch Verbrennung. Dann stecht ihr auf. Das ist totaler Quatsch. Denn die Infektionsgefahr danach ist enorm groß. Die Wundheilung dauert wesentlich länger und die Narbenbildung ist wesentlich höher. Die Blase, die Flüssigkeit da drin, die ist natürlich erstmal da, um zu kühlen. Zweitens versorgt sie die noch nicht vorhandene neue Epidermis mit Nahrung. Und quasi. Schmeckt lecker nach Zitrone. So. Und im besten Fall, heutzutage gibt es ja so geile Möglichkeiten, die es zu meiner Kindheit noch gar nicht gab. So eine fancy Blasenpflaster, die nicht nur die Stelle so ein bisschen abpuffern, sondern tatsächlich auch von außen, genau, mit so einer Wundheilung, die wahrscheinlich auf entweder Zink- oder Dexpanthenol-Basis funktioniert, wirkt. Und deswegen den Quatsch nicht machen. Außer natürlich, ihr wollt mal richtig coole Infektionsherde hervorrufen. Also ich habe es, glaube ich, unbewusst dann schon gemacht, weil ich die am Hacken hatte und dachte, okay, lass ich sie in Ruhe. Hatte aber kein geiles Fußblasenpflaster. Und dann rieb sich das Ding auf und dann wurde das eine richtig blöde Sache. Wenn das eklig ist, dann tut es mir leid. Ich habe nur gegähnt. Nein, ich meine, jetzt die Zuhörer. Wir drei, wenn es eklig ist. Ich glaube ja, so ein bisschen der Mythos kommt daher, wenn du weiterlaufen musst. Dass du einfach dann halt zwangsweise die Blase aufmachst. Also wenn du halt zum Beispiel wie so an unseren vierten Zuhörer, Joey Kelly, wenn der halt irgendwie so einen Lauf macht, wo er 5 Tage hintereinander jeweils 50 Kilometer läuft. Ja, aber es geht ja nicht explizit um Blasen am Hacken. Es geht ja um alle Blasen, genau, die da aber ich glaube, da kommt der Mythos her. Dass du sagst, mach sie lieber auf. Ich habe mal nachgeschaut und es gibt ja dann viele Theorien, den habe ich halt leider nicht gefunden. Ich habe halt immer die ersten so genommen. Und da ging es darum. Wir sind echte Wissenschaftler. Also alle Mythen, die heute aufgelöst werden, werden von mir auch nur angekratzt. Weil ich habe dann halt immer gedacht, redest da gibt es halt über so Seitenstiche an der Glasbläserallee? Nein, das kannst du mir oder nachher. Ich wollte dir nochmal kurz zu Ende fahren, die ich gefunden habe, den Mythos, wo das herkommt, ist einfach das, was passiert. Weil die Heilung, die zwar schneller funktioniert, wenn du halt nichts tust und dann eventuell Pflaster und dann Creme dran machst, ist aber für denjenigen, der es hat, es ist zu langsam, also passiert nichts. Wenn du aufstichst, dann siehst du erstmal die Flüssigkeit, du siehst die Wunde darunter. Wenn du es dann auch noch austrocknest, das gehört ja auch noch gerne dazu, frische Wunden, da muss Luft dran, wie Mama, Oma gerne erzählt, ist auch Quatsch. Ja. Da muss Flüssigkeit dran, damit halt die Hautzellbildung schneller vonstatten geht. Aber du siehst es halt. Siehst dann halt auch, wie die Haut austrocknet, wie sich verändert. Der ist ein großer Prozess, der permanent vonstatten geht, bei dem anderen halt nicht. Also da ist es dann halt nach 3-4 Tagen wird da halt diese Blase flacher und dann über Nacht flatsch ist sie weg und dann irgendwann löst sich die obere Haut und das dauert gefühlt ewig und bei dem anderen passiert permanent was und da gibt es halt einen Mythos, das darauf basiert, dass man sagt von wegen, ich kann selber aktiv dabei sein und ich habe das Gefühl, ich schreite voran und es geht schneller mit der Heilung und deswegen die Leute sagen, dann schneide ich, steche ich, piekse ich, was auch immer das mache. Aber das kann natürlich sein, dass man sagt, also funktional sagt man, Ich muss weiter. Ja, rauf. Eben, also ich meine, wenn du musst, dann hast du ja die Wahl nicht. Aber die Folge ist ja natürlich, wenn es eine frische Blase ist und darunter halt dann die hat, zweite Hautschicht. Da kannst du halt dann ein Pflaster draufkleben, was aber den die Druck Sache ist besser dann halt, verteilt. Also die Chance ist sehr groß, wenn du dann weiterläufst, dass du dann halt einfach richtig aufgerissene Wunde hast. Weil da, also die Haut, die Schicht ist dann weg und dann hast du die Schicht, die so dünn ist, dann hast du halt offenes Fleisch gegeben. Ja, aber das kann man irgendwie noch tapen und die Blase ist halt dann immer, egal, nicht schön dran zu denken. Neulich hatten wir beim Klettern auch die Sache, wo einem aus unserer Gruppe richtig schön viel Fleisch am Finger fehlte. Also wie richtig, ist das passiert? Oder richtig, wie gar nicht wissen? Also so Daumennagel groß. Nee, ich glaube. Aber beim Klettern passiert? Ja, der ist länger nicht geklettert und ihm fehlt dann, glaube ich, so ein bisschen die Hornhaut an der Stelle. Und das ging dann einfach richtig auf. Das war eine. Also, das heißt, so eine Hornhautschicht an der Kuppe und darunter war es weich und das hat sich geöffnet. Unter der Kuppe, also unter dem ersten Fingerglied.
Ja, aber da war Hornhaut und dann ein Stück Licht also, oder was? Ja, dann, also, ja genau. Weil jetzt weiche Haut würde sich ja nicht lösen. Die würde ja irgendwie aufgehen. Das muss halt schon ein bisschen abgehärtet sein oder er muss abgerutscht sein. Aber das war eine richtig große Stelle. Er hat es ja noch versucht, kurz mit Tape, aber es ging nicht. Verständlicherweise. Also, habt ihr denn so ein bisschen Desinfektionsmittel dabei? Ja, ich habe mein Sprühpflaster dabei. Okay. Ja. Aber es, wie er es formulierte, Schmerz als Grenzerfahrung. Ich meine, das. Hast du das auch, dieses Sprühpflaster von mir? Nee, ich habe nur dieses Desinfektionssprüh, Wundheilung. Aber ich meine, das ist ja ähnlich. Ja, bloß deins klebt ja richtig gut zu. Ja, genau. Also bei mir Brandgefühl, wenn du es desinfizierst. Was ist das? Dieses Brandgefühl, wenn du es desinfizierst. Ja. Also, als ob du halt Jod dir in die Wunde schmierst. Was ja gut ist. Also, dass du weißt, erstmal die Keime raus. Ich habe eine Mail bekommen. Dass du weißt, erstmal die Keime raus. Und es desinfiziert und verschließt gleichzeitig die Wunde, aber es ist natürlich trotzdem einfach nicht schön, eine offene Wunde. Und wenn es nur eine Schramme ist, wenn es richtig tief ist, dann weißt du ja, das zieht dann mal richtig an. Mhm, ja. Wenn er natürlich noch weiter belastet, ich weiß nicht, ob er so klug war und gesagt hat, okay, dann aufgehört, wird's auch. Ja. Okay. Also, wir haben's. Es gibt ja manche Spinner, die sagen, ey, egal, ich mach weiter, und dann sich wundern, ich habe 2 Wochen keinen Finger oder so. Ja, dafür gibt es ja Tape, und wenn halt nur oberflächlich die Hornhaut bricht, dann hilft das Tape auch, weil du einfach dann nur weiteren Schaden verhinderst. Und wirklich, wenn es nur die Hornhaut ist erstmal, das kann sich halt dann zu Hause drum kümmern, das abschneiden. Ja. Oder Hornhautbruch am Fuß. An der Sohle. Da hatte ich gar nicht so eine Hornhaut. Nee, ich hatte das damals, als wir so viel gedökelt haben. So hieß damals unser Yogalehrer in der Schauspielschule. Und dann haben wir halt nicht Yoga gesagt, sondern kein Dökeln. Synonym für rumdökeln. Genau. Und da waren wir halt alle barfuß. Und ich habe halt lange nicht mehr barfuß irgendwas gemacht. Und da kriegte ich halt so schnell so viel Hornhaut, dass ich irgendwann so einen Hornhautbruch direkt an der Sohle gekriegt habe. Das ist eklig schmerzhaft, weil das kannst du halt, du musst halt jeden Tag auf den Fuß natürlich auftreten. Ja. Und außer desinfizieren und... Da war nicht viel und das war echt mal eine eklige Sache. Dafür habe ich mir jetzt einen Bimsstein geholt. Mm. Hallo E-Beams, ein Stein. Ist immer noch lustig im Netz, oder? Oder? Wie Deppen. Ja. Habt ihr es gesehen? Warte, mach's nochmal langsamer. Da! Warte, ich mach den Pogba. Ach, was für ein Idiot. Ja. Okay. Hast du noch andere? Ansonsten, ich kann ja vielleicht auch mal. Ich habe hier eine Latte, aber. Und an Mythen. Oh Gott. Weil unser Podcast so erotisch ist. Nee, ich dachte, das hatte ich neulich mit jemandem, dass Hummeln eigentlich gar nicht fliegen können. Ja, da habe ich auch schon gedacht, dass du. Nee. Ich habe ein paar, über die wir uns unterhalten haben, mal gelassen, weil ich dachte, die bringst du eh. Ja. Deswegen habe ich gedacht, ich wäre ja blöd, wenn ich die ganze Zeit von welchen rede und du nur zuhörst oder sagst, was du davon hältst, sondern wäre cool, wenn die auch welche bringst. Ja, genau. Hau den mal raus. Es gibt ja diesen Mythos, Hummeln, also physikalisch ist nicht erklärt, wie Hummeln fliegen können, deswegen glaube ich, sie müssten mit Regenbogenwasser gefüllt sein. Ich habe nur im Kopf Heidelberg, Studenten, Spaß oder sowas. Ja, es basiert halt ein bisschen auf einer falschen Prämisse, nämlich, dass die Flügel einer Hummel starr wären. Haben die Doppelflügel oder eine? Die sind flexibel, die schwingen so ein bisschen mit. Ja, aber haben die Doppel oder haben die... Weiß ich nicht, aus dem Kopf. Aber eigentlich nur ein Paar wie Fliegen oder Wespen, oder? Okay. Also würde ich jetzt mal sagen. Aber also ich meine, wie auch immer, also die Flexibilität und dadurch, dass sie halt so eine Härchenoberfläche haben, das verleiht ihnen mehr Auftrieb und dadurch können Hummeln halt fliegen und es ist sehr wohl physikalisch erwiesen, ist halt nur einfach so ein Mythos. Aber ich kann mal einen, da habe ich neulich was drüber gelesen. Ja. Das finde ich immer super. Leute, die nicht an Evolution glauben, sondern an Kreationismus. Ja, ein Drittel aller US-Amerikaner. Ja, gut, das wird sich bald erledigen. Zwei Drittel. Was die dann immer für Beispiele anführen. Also ein beliebtes Beispiel ist ja, das heißt die Regel der Komplexität oder so ähnlich. Und da geht es darum, dass gewisse Dinge so komplex sind, dass die Evolution sie nicht hätte hervorbringen können. Wie zum Beispiel Augen. Was halt Quatsch ist, also du kannst ja heute noch bei weniger komplexen Lebewesen, also mehr kleinen Mehrzellern im Meer, gut nachverfolgen, wie ein Auge sich entwickelt. Mhm. Und da gibt's halt, also wirklich auch jetzt anhand der Tierwelt kann man gut nachbilden, wie sich in der Evolution das Auge gebildet hat. Das war eine Zelle, eine Photorezeptorzelle, die einfach nur Licht gesehen hat. Das heißt, das Tier ist lang und hat gesehen, oben ist es hell oder oben ist es dunkel. Und so von da ausgehend hat sich das entwickelt. Und dann gibt es halt das Beispiel, das ich heute gesehen habe, war Sellerie. Sellerie und Brokkoli sind so komplex, das kann nur ein Gott geschaffen haben. Und? Aber kannst du da nicht alles, also ist das ja, für diese, warte. Ist doch super eigentlich, so ein Totschlagargument, weil du kannst ja alles nehmen. Ja, aber Streichhölzer. Ja, zwei Sachen möchte ich nur sagen. Meinst du, wenn Gott
wenn es Gott nicht gäbe, wie erklärst du dir dann, dass Wasser bei 0 Grad Celsius gefriert und bei 100 Grad kocht? Das ist Wahnsinn. Ne? Wie, was für ein Zufall. Und wer hat Fahrenheit erfunden? Ja. Es kann nur ein Gott gewesen sein. Also das und das andere war, das fand ich super, wie sie darüber geredet haben, die Banane. Weil die Banane perfekt in die menschliche Hand passt. Und dann haben sie die ganze Zeit ihre Hände um diese Banane gelegt, ja, diese Antimasturbationsfanatiker, wie sie dann halt preisen, so, ach, das passt ja perfekt, du kannst genau die Fingerglieder um die Banane schlingen, du kannst sie schnell reiben, wenn du willst. Was mit einer Gurke? Ja. Na, das ist die Farbe bizarr. Ja, naja, ne, also dass solche Mythen, die halt eigentlich sehr wohl nachgewiesen werden können, aber das sind dann halt Leute, die einfach nicht mehr auf Argumente hören, aber wie gesagt, finde ich schön, also die Beispiele immer Sellerie, Brokkoli und Bananen. Das ist eine geile Kombi. Die komplexesten Organismen, die die Erde hervorgebracht hat, Sellerie, Brokkoli und Bananen. Deswegen Für Augen, neuen, da hätte ich einen, einen Mythos, Stiere werden durch rote, durch ein rotes Tuch aggressiv gemacht. Ja, haben keine Farbrezeptoren. Genau. Also nicht genug, um rot Stiere zu sein. Stiere gehören zu den sogenannten Dichromaten, die halt nur zwei Zapfen auf der Netzhaut haben und können rot gar nicht wahrnehmen und werden halt einfach nur durch das Verhalten des Menschen, durch Bedrängnis, Verletzung, Angriff etc. mörderaggressiv. Ja. Wahrscheinlich aber auch nur Stiere. Ja. Ja. Achso. Ja, nein, ich, ja, das, also das wusste ich, ich war meine Ansicht, ist also das Wedeln des Tuches, also die Technik. Ja. Was ich hatte es immer so assoziiert, dass es ist wie bei einem Berglöwen, wo du sagst, wenn dich ein Berglöwe angreift, sollst du irgendwie deine Jacke nehmen und möglichst versuchen, deine Fläche zu vergrößern. Ja, damit der Berglöwe Respekt vor dir bekommt. Bei vielen, so wie bei einer Hyäne, sollst du dich größer machen oder. Das funktioniert auch, wenn es Stress an der U5 gibt. Beim Grizzlybär, also weil allgemein dieses Bären totstellen, das steht nicht für jeden Bären, aber ja, beim Grizzly sei es größer und halt dann auch ein bisschen laut. Gegen und Himbeeren aber eine super Verteidigung. So, Bären, da hätte ich auch noch einen. du bringst immer die ganzen. Was für Übergänge, das, als hätten wir die Folge schon mal geprobt. Den fand ich ganz interessant, weil den kannte ich selber nicht. Willst du einen Stift zum Abhaken? Nein, ich sag die nachher alle doppelt, weil du es auch vergisst, und diese Folge 3 Stunden lang. Vogelbeeren, also die Beere der Eberesche, seien giftig. Die haben unter anderem die Parasorbinsäure und die verursacht Magenprobleme und oder Durchfall. Jetzt das Interessante, die Vogelbeere war früher, in 20er, 30er, beziehungsweise noch viel früher, ist sehr, sehr reich an Vitamin C, aber da war sie bekannt dafür, dass sie reich an Vitamin C ist. Und da wurde sie gekocht und da wurde Kompott draus gemacht und Konfitüre, weil dann verliert sie ihre Parasorbinsäure, die halt. Ja, das so mit dem Verkochen wusste ich auch. Okay, also das wusste ich gar nicht, das, weil die halt so, dann ist sie halt bekömmlich und kann dann halt gegen Skorbut eingesetzt werden, unter anderem. Und man kann halt, oder man konnte damals halt schon einen gewissen Süßstoff aus den Beeren gewinnen, die für Diabetiker total bekömmlich sind. So. Das fand ich halt total interessant. Also generell stand halt auch von wegen, das ist natürlich so ein Warnsignal für Kinder, dass sie halt da nichts reinstopfen und dann oder sowas, aber auch das Sterben daran Durchfall ist halt auch schwierig. Auch nicht schön, aber ja. Ist so ein bisschen ähnlich wie das Grüne der Tomate rausschneiden, weil es ist ja giftig. Ja. Das ist auch giftig, aber das ist in dem Sinne auch erstmal nur für den Magen-Darm-Trakt halt ein bisschen blöde und man müsste halt mehrere Kilo nur von dieser grünen Scheiße fressen, bevor man eine körperlich gefährdende halt Reaktion hervorruft. Und das ist genauso sinnig, als wenn du sagst von wegen hier, weiß nicht, Mancherie, wenn ich zu viel esse, werde ich betrunken. Oder, vorher kotzt du dich 7-mal aus. 350 Tassen Kaffee, die dich umbringen. Genau, also ich meine, das ist halt alles. Also du kannst dich auch tot trinken mit Wasser. Ja. So, aber, Ich hatte, meine Großmutter hatte früher so ein Großmutter. Küchenhandtuch. Da waren die Vogelbeeren auch mit drauf, da waren nämlich alle giftigen Sachen abgebildet. Nice. Also Vogelbeeren, Fliegenpilze, Belladonna, sowas. Belladonna, Nice, El Dirco. Sí, sí, señor. Una biera grande, per favore. Das lassen wir lieber. Ein großes Bier oder ein Bier? Ein großes Bier, bitte. Ein guter Gedanke, Klaus. Das fand ich auch interessant.
Vogelkinder, kennst du bestimmt auch, oder Vogelbabys. Ja, man darf sie aufheben, das ist ein Mythos, dass die Mutter sie nicht wieder annimmt, wenn man sie ins Nest packt, ja, das weiß ich. Und das liegt daran, dass, sind ja heute keine Mythen, die ich aufklären will, die du vielleicht nicht kennst. Ja, nein, genau. Das geht ja für alle fünf Zuhörer. Ich wollte so sagen, mir fällt nämlich dann was ein, was ich gleich sage. Fünf? Wo haben wir denn fünf mittlerweile her? Vielleicht. Nee. Ja, kann bitte jeder Zuhörer uns einzeln eine Nachricht schreiben? Jetzt. An @fürnüssepod auf Twitter und nummeriert die durch. In der Reihenfolge, in der ihr uns antweetet, bitte. In der Reihenfolge, in der er hofft, dass er positioniert ist. Naja, das kann man ja sehen. Wir tweeten ja nie. Also könnt ihr ja sagen, wir retweeten das und dann könnt ihr das auf eurer Timeline verfolgen. Du bist eins. Ach, scheiße, ey. Nicht du. So. Du, der Zuhörer oder die Zuhörerin. Ja, wenn du schnell genug bist, bist du die Nummer eins. Also ich sag's halt nochmal für alle, die das jetzt... einen kurz abgehakten von Klaus nicht mitgekriegt haben, dass Vogelkinder darf man sowohl anfassen. Denn was interessant ist, Vögel haben einen sehr unausgeprägten Geruchssinn. Also die schnüffeln fast gar nicht so richtig gut. Die können aber sehr gut sehen. Das ist nämlich, wenn jetzt die Mutter... Also kein rotes Tuch vor den Vögeln rumwedeln. Genau, wenn die Mutter sieht, von wegen runtergeplatscht und denkt, scheiße, was mache ich, würde das schon abhaken als totes Baby. Mhm. Und dann kommt halt irgendwie ein Mensch, hebt das hoch und setzt es wieder ins Nest. Dann ist für die erstmal Stress und Distanz. So. Mhm. Und daher kommt vielleicht der Mythos. Bist du eigentlich auf diese ganzen Mythen gekommen, weil ich dir von meiner neuen YouTube-Sucht für Adam Ruins Everything erzählt habe? Nee, ich bin direkt schon über meine Brandblase reingekommen. Okay, weil das kann ich ja mal erzählen, sonst vergesse ich es. Adam Ruins Everything mit Adam Conover, der früher bei College Humor gearbeitet hat. Ja, und der hat eine Serie, wo er genau solche Mythen erklärt, also zum Beispiel über den Wert von Diamanten, was es mit Verlobungsringen auf sich hat. Ah, das hast du mir letztens erzählt, dass sie eigentlich scheiße wenig wert sind. Genau, ne? Diamanten sind eigentlich scheiße wenig wert. Es gibt nur eine große Firma, die das kontrolliert. Das ist die mit einer Kampagne dafür gesorgt hat, dass Verlobungsringe überhaupt kulturell akzeptiert wurden. Davor war das halt vollkommen unüblich, Verlobungsringe auszugeben. Was gibt's denn? Er rülpst und bricht gerade gleichzeitig. Dass zum Beispiel auch dieses ganze Hydrationsding vollkommen übertrieben ist. Hört auf zu trinken bei dem Wetter. Ja, nee, aber weil viele Studien einfach von der Getränkeindustrie in Auftrag gegeben wurden. Und der hat halt eine Serie, man kann auch relativ viel davon auf YouTube sehen, also kann ich immer empfehlen, einfach reinschauen. Adam Ruins Everything. Unterhaltsame Serie. Ja, wollte ich kurz einwerfen. Aber zu dem, vielleicht komme ich ja darüber auch noch auf einen anderen Mythos. Zu dem Diamanten ist da nicht ähnlich wie Gold. Also ein Gold war ja lange, dass das halt irgendwie unter Verschluss von so drei, vier Leuten irgendwie in London der Preis festgelegt. Also so wie so eine... Gold Standard, glaube ich. Ja, und das wirkte Zeit, dann so... Aber das war, glaube ich, nichts irgendwie, also dass die selber natürlich damit den Markt verändert haben, rauf und runter, so dass du sagst, so, das ist ja bizarr. Also ich glaube, es mit dem Gold war aber auch noch die Sache, dass war das nicht mal eine Zeit lang wirklich so, dass alles Bargeld, was der Staat ausgegeben hat, wirklich durch Gold gedeckt war? Oder zumindest ein großer Teil, dass das vertraglich vereinbart war, dass der Staat theoretisch wirklich hätte zahlungsfähig sein können. Heute ist Geld ja irgendwas. Also ja. Das konnten Lisa Milch. Ja. 2 Bitcoin Gold, glaube ich. Auch interessant, weil ich das schon angesprochen habe, die Tomate, ist ja ein Nachtschattengewächs. Ja. Und da gibt es ja den Mythos, dass die Leute glauben, das heißt so, weil sie am besten nachts und oder im Schatten wächst. Was aber totaler Käse ist. Nachtschatten kommt aus dem Althochdeutschen. Nachtskato bzw. Nachtschate. Und der Schatten wird hier übersetzt eher als Schaden, weil die giftigen Alkaloide in der Tomate, die wirken im Gehirn und lassen dich so ein bisschen düsselig machen. Eine leichte geistige Umnachtung, hat man damals gesagt. Und daher kommt also Nachtschatten oder schwarzer Schaden, wurde es damals auch genannt. Na, dann werfen wir uns jetzt schnell noch ein paar Cocktailtomaten ein, würde ich sagen. Also haben wir auf jeden Fall ein bisschen gelernt, dass halt die Tomate jetzt nicht irgendwie Schatten oder Nacht und eine braucht, Beere. Sondern einfach und eine Beere. Mhm. Tomaten sind Beeren. So. Ich meine, das ist ja auch, also auch diese Gemüse-Obst-Einteilung. Ich wollte gerade sagen, war nicht irgendwie das Gurke auch irgendwie was? Ja, wie Kürbis, das kann auch irgendwie kann so eine Frucht sein. Oder, nee, Avocado ist auch eine Beere? Ja. Nicht Avocado. Doch, ich weiß nicht. Nee, nicht Avocado, wie heißt denn das andere Ding? Aubergine. Das ist ja nun, es gibt ist nur ja nun wirklich anderes. Makulatur. Nee, aber das, diese ganze Obst-Gemüse-Unterscheidung, das ist ja nur kulinarisch. Ja. Das ist, das hat nichts Biologisches. Und das und auch spannend, ein bisschen, 100 Liter Wasser für 1 Kilo Tomaten, 1000 Liter Wasser für 1 Kilo Avocado. Guten Appetit, ihr veganen Mäuschen. ja,
Avocado-Toast? Auf jeden Fall. Nice. Was war mit Seitenstechen? Das weiß ich nicht. Also da bin ich mir nicht sicher. Also da, was ich immer gehört habe, dass es noch nicht richtig geklärt ist, was es ja, ist. Das, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich der Das fand Stand ich aber total Ding geil. Ist. Genauso wie Gegenmaßnahmen nicht geklärt sind. Also früher war es ganz klar, reiß die Arme hoch. Ja, und tief hoch, einatmen. Genau. Und dann irgendwann verschwindet es. Ja, verschwindet auch, wenn du das nicht machst. Aber ich glaube, bei Kindern ist die Ablenkung wichtig. Die größere Frage ist eigentlich, warum kriegt Dirk immer an derselben Stelle Seitenstechen? Ja, nächstes Mal laufen wir einfach mal anders die Straße runter und dann gucken wir mal, ob der Versuchsstrecke auch was ist. Ich habe ja sogar beim Spazierengehen an der Stelle Seitenstechen. Ja, eben, deswegen müssen wir mal. Mittlerweile ist es echt konditioniert. Ich sehe das Gebäude aber, von einer bestimmten Seite. Aber vielleicht related, Muskel. Kater, scheiße bin ich, durch Muskelkater. Aber da gab es ja lange Zeit den Mythos, das wäre Übersäuerung. Ja. Also es gibt ja Training anaerobes und aerobes Training, das heißt erratisches Training. Das heißt, der Körper oder die Muskeln verrichten ihre Arbeit mit Sauerstoff, das ist die Regel, das ist aerobes Training, das ist ja daher auch aerobic. Also wir arbeiten in einem niedrigen Pulsbereich, in einem niedrigen Belastungsbereich und bei anaeroben Training, also Sprinten, kommt der Körper nicht mehr hinterher, schnell genug Sauerstoff nachzuliefern. Deswegen anaerob, also ohne Zugabe von Sauerstoff und dadurch entsteht Milchsäure als Ablageprodukt. Wäre das aber eine Erklärung für Muskelkater, dann könnte Muskelkater nur beim Sprinten entstehen und wäre bei Ausdauersport nicht denkbar. Ja, warum habe ich jetzt einen? Blöd, wir haben gestern gar kein Cardio-Training gemacht. Und man weiß, eigentlich sind es kleine Muskelfasereinrisse in den Fäserchen und Bündeln. Und das daher, hatten wir schon mal in irgendeinem Podcast. Das Einzige, was jetzt kommt, auch bekannt war, das Einzige, was hilft, ist Pause. Ein bisschen pausieren. Ja. Weitermachen. Aber das Gute ist, wenn die Muskeln wieder zusammenwachsen, sind sie stärker als je zuvor. Genau wie eure Liebe zu uns. Weiter. Genau, das ist ja das auch, dass die Muskelfasern entweder stärker zusammenwachsen oder neue dazukommen. Mhm. Das ist ja auch das Geile. Und das Blöde ist halt, dass der Mensch so unterschiedlich ist, dass es noch keine Langzeitstudien gibt, dass man einheitlich was zum Muskelaufbau ganz klar in dem Bereich sagen kann, weil es gibt ja Leute, die doof wie wir halt auch mehrere Wochen dann am Stück also auf einem Muskelkater herauf quasi einen neuen heraufbeschworen haben. Bei manchen funktioniert es. Also bei manchen funktioniert es nicht nur vom Alter her, sondern generell bei manchen ist das eine komplette Blockade und geht gar nichts mehr. Also nach einem Muskelkater anfänglich neues Training, Feierabend. Ja. Und das ist halt auch noch nicht geklärt, weil leider ist alles noch ein bisschen unterschiedlich ist. Ich mach mal weiter, oder? Bitte. Entschuldigung. Das könntest du wahrscheinlich auch schon selber, aber ich hab den halt auch öfter schon gehört. Halloween ist ein heidnischer Trend aus den USA. Okay, das ist natürlich ein bisschen Käse, wissen wir auch. Ende des 19. Jahrhunderts brachten dieses Ritual quasi irische Auswanderer. Somit ist es erstmal europäisch. Und zwar kommt es aus dem 11. Jahrhundert. Da haben die katholischen Iren, also beziehungsweise es war ein Feiertag der katholischen Iren, oder die haben es besonders stark praktiziert. Der Abend zu Allerheiligen. Genau. All Hallows Eve. Genau. Und der Vorabend von Allerheiligen, ja. Und da wurden dann halt die Heiligen, also beziehungsweise an Allerheiligen werden halt die Heiligen alle gedacht und, weiß nicht, mit irgendwelchen Riten gehuldigt oder sowas. Und der Tag davor ist der Allseelentag. Ja. Und da werden halt wird an allen anderen aller Seelen, gedacht. Ja. So. Ich weiß nicht, ob der einhergeht mit dem Tag der Toten in Mexiko. Das ist ein anderer Tag, der ist auch noch eine ganz andere Mischung. Also diese ganzen mexikanischen Bräuche sind ja so eine Mischung. Dias el Morto oder sowas? Dias de los Muertos. Die ganzen mexikanischen Sachen sind ja auch so eine Mischung aus heidnischen Bräuchen. Oder beziehungsweise aber die haben doch bestimmt auch vom der Ureinwohner und dem katholischen, genau. Aber ich meine, das war ja generell eine Taktik, der Christianisierung zu sagen, ihr müsst eure Feiertage nicht aufgeben, weil eure Wintersonnenwende ist zufällig die Geburt Christi. Ha! Und hier Christi Widerstand, das ist euer Fruchtbarkeitsfest, Osterra. Dürft ihr weiterfeiern, aber ändert mal ein bisschen die Bedeutung. Also das war ja die Sache. Ich glaube, was aber ein Mythos ist, dass es auf Samhain zurückgeht. Ich glaube, das ist nur so eine Publicity-Sache. Dass es davor so einen keltischen Feiertag, den Tag der Toten, Samhain oder so gab. Und ich glaube, das ist ein Mythos.
Ich meine, das mal gelesen zu haben, aber ich kann es jetzt nicht garantieren. Ja. Weil viele setzen Halloween mit Samhain gleich. Mhm. Irgendeiner Todesgottheit, meine ich auch. Aber da erinnere ich mich nur aus The Real Ghostbusters dran. Und ich glaube, das ist aber so ein aufgebauschter Quatsch. Einfach um halt zu sagen, es ist eigentlich kein christlicher Feiertag, sondern es ist viel cooler, weil die Kelten das auch schon gefeiert haben. Mhm. Und ich meine, das ist aber nur so ein Marketing-Gag. Ah gut, aber das wurde im Christentum oft gemacht, dass halt irgendwelche Riten, sonst was von anderen Religionen halt genommen wurde. Ja, genau, also und dann halt Weihnachtsbäume. Einfach, genau, um dann halt so ein bisschen. Der Osterhase, die Ostereier. Ja. Ja. Rituelles Bockwurst werfen. Das Entfernen des Cockrings am 8. Mai. So, echt am 8.? Ja. Okay. Ich dachte, wenn er blau wird. Der Ring. Von Mattel. Es gibt bestimmt auch welche von... Genau, einfach schön erstmal, ne, wer sonst könnte bessere Cockringe herstellen als Mattel? Hersteller von Barbie-Puppen. Ein sehr einfach, eigentlich schon logisch zu klüngelnder Mythos. Den habe ich damals wirklich bei meiner Oma gehört. Bonbon oder Bollo oder Bollchen zerbeißen macht die Zähne kaputt. Ja. Das ist, ich glaube, das Lutschen eher. Immer. Genau, das ist es. Also man muss vorausgehen, du hast ein gesundes Gebiss. Ja. Also wenn du da schon so eine faulte Steppe im Mund hast, dann ist ja logisch eher legal. Ja, also wenn ihr könnt es mal an euren Pferden testen. Ah ja, genau, das war ja in den 80ern auch noch, hat mir den ordentlich Zuckerstückchen gegeben. Ja. Als ich da mal mit dem einen Pferd gedreht habe, also da waren zwei Pferde am Set. Also mit keinen normalen Kollegen, ne? Ja. Waren zwei. Oder war das der aus dem Schwanz? Entschuldigung. Ja, cool. Entschuldigung. Leslie Nielsen ist gerade da. Ja. zwei Pferde. Und dieses eine Pferd hat immer Karotten bekommen und das andere immer so ein McSunday von McDonald's. Und da kannst du dir ja vorstellen, wie die Zähne von dem Pferd aussahen, das immer Softeis gegessen hat. Er hat halt noch so zwei schräge Stumpen im Mund. Das andere Pferd hat ein ganz normales Gebiss. Lustigerweise bringst du mich schon wieder zu so einem anderen Ding, okay, wir reden aber genau, also es ist natürlich Quatsch. Der Vorurteil ist nämlich beim Zerbeißen, man hat dieses Bonbon dann weniger im Mund. Und dann lutschen, da hast du natürlich, umspült man mit Zucker und Speichel die Zähne und da kannst du natürlich alles schneller kaputt haben. Ganz häufig noch mit Zitronensäure. Die auch in ganz vielen, gerade so in Fruchtbonbons drin ist, also nicht nur in den Zitronen. Mit Ascorbinsäure, besonders gesund. Ja, ja. Und das ist richtig, genau, die Zähne schön in Säure auflösen, kann jeder mal machen, einfach eine Nacht lang Cola im Mund behalten. Ja. Das und Zucker, dann kann der Zucker halt richtig schön einwirken in den von der Säure aufgelösten Zahnschmelz, kann ich nur empfehlen. Deswegen Stork Riesen einfach in den Mund und dann runterschlucken, wie eine Ente. Weil du eben Eisschlecken gesagt hast beim Pferd, habe ich gleich den anderen Mythos, Eis kühlt den Magen aus. Das sind alles so eine Oma-Mythen. Ja. Das ist Quatsch, denn beim Eis ist es in der Regel so, dass man das schön schlabbert und schleckt. Und da boom, schlaberlaber, boom, schlaberlaber, boom. Wird es im Mundraum als auch in der Speiseröhre schon so vorbereitet für den Verdauungstrakt beziehungsweise für den Verdauungsbereich, Magen etc. Und da wärmt es sich halt einfach auf. Und das heißt, es kommt schon aufgewärmt in den Magen. Nicht, was nicht so ist, was viel anstrengender für den Körper ist an heißen Tagen, ist halt einfach ein glaskaltes Getränk. Das ist für die Psyche besser. Aber wenn du halt sagst, oh, jetzt ein Glas eiskaltes Wasser, das ist halt für den Körper erstmal Stress. Weil das muss er dann im Magen erstmal hochtemperieren, bevor es überhaupt anfängt zu zerdauen. Das nehme ich gerne in Kauf. Aber ich finde es gut, dass du auch die Studien von Dr. Ed von Schleck zitierst. Ja, selbstverständlich. Wir werden doch gesponsert, oder? Der einzige Arzt, dem ich vertraue, Dr. Ed von Schleck. Und Dr. Hibbert. Hm. Hallo Dr. Hibbert. Und Dr. Huxtable. Oh. Nimm mal diese Tabletten. Ja, da geht's gleich weiter. Den kennst du bestimmt auch. Oh, jetzt bin ich mit gespannt. Vollem Bauch darfst du nicht schwimmen gehen. Hm. Ja, den kenne ich. Ja. Ist leider Käse, weil in der Regel... Ich glaube, also, das habe ich bei Galileo auch mal gesehen. Okay, das passt es ja. Nur, oh Gott, ich bin voll am Ende. Das Ding kann ich halt auch und hatte richtig Panik. Ich hatte sogar Panik, in die Badewanne zu gehen, weil ich gedacht habe, ich habe gerade von einer schönen Armut gegessen, ich darf nicht Panik sterben. Und so entstand Dirks Abneigung gegen Körperhygiene. Ja, das stimmt. Im Alter von 4 Jahren. Aber hey, der Pulli passt immer noch. Oder was auch immer das ist. Der Pulli? Ja, was auch immer das ist, sag ich mal. Ja, in Ordnung.
Neuester Stand ist nämlich, dass Ärzte empfehlen, bis zu einer Stunde vorm Schwimmen gut zu essen, wenn man wirklich schwimmt und nicht rumplanscht, weil das Verdauen halt Energie schon verbraucht und das Schwimmen enorm viel Energie verbraucht. Und wenn man sagt, von wegen, ich gehe regelmäßig schwimmen, dann ist bitte gut. Also die Leute zum Beispiel, das ist bei alten Schwimmern zum Beispiel so verankert, die am Meer beispielsweise wohnen, sagen, morgens, ich stehe auf, ich esse kein bisschen, ich gehe gleich zum Meer und schwimme erstmal eine halbe Stunde, dann gehe ich frühstücken. Super anstrengend für den Körper, super aber scheiße anstrengend. Erst frühstücken, dann schwimmen wäre tausendmal geiler. Aber es ist so ein bisschen so eine Gewöhnungssache. Also klar ist das belastend für den Körper, das ist auf leeren Magen laufen sicherlich auch, aber das ist halt eine Gewöhnungssache, weil ich habe das eine Zeit lang immer gemacht, weil es für mich einfach, also beim Laufen ist es, finde ich, nochmal ein bisschen anders, weil wenn der Magen ständig auf- und abspringt, finde ich es tatsächlich nicht so praktisch, kurz vorher was zu essen. Wir machen in der Regel auch eine kleine Pause zwischen Essen und Training. Also ich mache dann schon einfach, echt länger als eine Stunde. Ja, ja, eben, also zwei Stunden. Aber ich kenne zum Beispiel Kulasepp, der sagt, er zieht sich immer 10 Minuten vor eine Banane rein, irgendwas Leichtes, das was drin hat. Ja, Banane, es geht, aber das geht bei mir auch echt nur eine halbe Stunde vorher, danach ist, also ich mache es eigentlich auch gar nicht. Oder mal eine Handvoll Nüsse, aber es ist echt das Maximum. Aber es ist, glaube ich, beim Schwimmen auch einfach eine andere Körperhaltung, beziehungsweise eine Verteilung. Genau, und du springst halt ja nicht auf und genau, ab. Also, außer du machst vielleicht so ein Butterfly-Ding. Aber es geht ja nur ums Schwimmen und ich denke mal halt einfach nur um dieses Senioren, die halt lustigerweise die Physik aufheben und bis zum Bauchnabel aus dem Wasser gucken und dennoch so schnell schwimmen wie eine Schildkröte oder so. Ja, naja, und, aber ich meine, das kann ja jeder dann einschätzen, aber 15 oder 20 oder 30 Minuten verdaut. Und wenn man und nicht vergessen, ne, der Magen hat einen Schließmuskel und wenn man halt irgendwie Kinder hat und die gerade gemampft haben, ein paar Chips und wollen planschen, dann können die das unmittelbar tun. Die werden nicht platzen, nicht das Wasser vollkotzen, wenn die natürlich irgendwie 4-15 Schlücke da von der vollgepinkelten Chlorbrühe trinken, dann kann es sein, dass sie kotzen. Ja. Aber es liegt nicht an den Chips. Da fällt mir noch ein Mythos ein, wenn du fertig bist. Nee, mach. Das habe ich dir neulich auch erzählt. Ja. Wenn man immer das Gefühl hat, oh, der Pool, der ist frisch geklort, weil der nach Chlor riecht. Der Chlorgeruch kommt aber nicht von dem zugegebenen Chlor, sondern wenn das Chlor mit Bakterien reagiert. Das heißt, mehr Pisse, mehr Duft. Ja, mehr Pisse, E. coli-Bakterien, so ein bisschen. Man weiß ja, ne, wenn man ein bisschen Durchfall hat, muss man sich jetzt das Poloch nicht 100% sauber machen, weil danach in den Pool geht. Das stimmt. Das ist, das ist auch so ein Mythos. Dafür ist ja der Pool da. Ja, eben. Wie eine riesen Analdusche. Ja. Also das und ne, wenn der Pool nach Chlor riecht. Größter Happy Po der Welt. Freibad. Da heißt ja auch Happy Po. Ja, das wäre nicht so. Nee, aber ne, wenn der Pool nach Chlor riecht, Freunde, nehmt euch in Acht. Da ist ordentlich was unterwegs. Nice. Ja, wir hatten damals, glaube ich, auch ein Schwimmbad, wo dann dies eingeführt wurde, testweise, was ich mal erzählt habe. Von Indikatorflüssigkeit. Ja. Und dann, raus, der blutet gar. Es gibt einen Mythos, dass Orson Welles, also der Regisseur von Citizen Kane, das auch gemacht hat, um auf seinen Poolpartys den Leuten. Ihr pinkelt in meinen Pool. Einfach nur den Zeigefinger unter die Nase zu halten. Also bitte findet den Weg zur Toilette. Ihr seid erwachsene Menschen, ihr drei. Ja. Brauner Zucker ist gesünder als der weiße. Ist braune. Auch ein Mythos, der aber theoretisch gar nicht so doof ist. Also Basis ist, der braune Zucker ist nicht gefärbt, denn es gibt braun und braunen Zucker. Mhm. Und der eine, der billige herzustellen ist halt einfach weißer raffinierter Zucker, der halt noch eine ordentliche Portion Glucose reingeballert kriegt oder irgendeine andere Färbungsmittel und sieht dann halt braun aus. Von denen ist jetzt nicht die Rede, denn der normale, in Anführungszeichen, braune Zucker hat tatsächlich Bestandteile von Vitaminen und Mineralstoffe von beispielsweise Zuckerrübe oder was die Basis halt ist, noch drin, ist aber sehr, sehr minimal. Also für den Körper wirklich nicht großartig relevant. Ja. Deswegen in der Theorie könnte man sagen, ja, aber in der Praxis... Gesünder, aber... Genau, also es macht echt nicht von wegen, dass man sagt, vermeide jetzt mal den weißen raffinierten Zucker, sondern ich pumpe mir halt Cola mit nachweislich braunem Zucker rein. Nee, also das ist dann auch Feierabend. Also nehmt euch eine Cola Zero, nehmt euch ein Glas braunen Zucker und mischt euch eure eigene Cola. Sofern ihr Aspartam vertragt. In dem Süßungsverhältnis, das ihr wollt. Das ist auch das Aspartam, das war das krebserregend sei. Auch Quatsch, gibt es auch keine Studie, die das belegt. Aber Aspartam regt den Appetit an. Aber kommt doch ursprünglich aus der Schweinezucht, oder? Ja, genau. Ja. Genau, das, weil und das auch bei Menschen, deswegen Cola Light oder Coke Zero, die Süßungsmittel verwenden, die sorgen eher dafür, dass man ein Heißhungergefühl bekommt. Mhm. Deswegen nicht unbedingt zum Abnehmen geeignet, aber so nach dem Training, wenn Peter vorbeikommt mit einer Coke Light, kann man schon mal machen.
Peter, wenn du das hörst. Da sieht er dann auch immer am schönsten aus, finde ich. Beim Training mit einer Coke Light. Ich glaube, er hat ein Damenfahrrad vorne mit dem Korb dran und da waren halt irgendwie eisgekühlt zwei Coke Light, die auf uns und es lief. Why do birds suddenly appear? Is it you? You Mr. Pete Bacharach. Ja. Es tut uns doch leid. Das Lustige ist, das passt schon wieder zum nächsten Mythos, was wir gerade präsentiert haben. Dass wir mehr als drei Zuhörer haben? Fast. Mhm. Und zwar, dass die linke und die rechte Gehirnhälfte grundsätzlich verschieden voneinander arbeiten. Ja. Das ist halt auch nicht, also es ist schon so, dass die linke primär für Logik, analytisches Denken, nicht für Lesen bei mir, zuständig ist. Und die rechte für Intuition, Kreativität und Gefühle. Und für Kreatin. Und für Kreatin. Die rechte ist für Kreatin zuständig. Aber, Pain and Gain. Surprise, wäre jetzt beispielsweise eine Mathe-Aufgabe, bearbeitet, versucht zu lösen, rumfummelt, da werden mit Sicherheit Areale in der linken Seite des Gehirns mehr angesprochen, aber die rechte Seite ist nicht tot, man, die macht tatsächlich man mit. Sieht es auch, man fühlt. Sieht es auch bei Leuten, die einen Hirnschaden haben. What? Genau. Wenn eine Gehirnhälfte wirklich physisch nicht arbeiten kann, dass die andere Gehirnhälfte Teile der Aufgaben übernimmt. Also das Gehirn ist sehr gut darin, sich neu zu verdrahten. So. Also nicht immer hier denken, so ich muss jetzt unbedingt mit Helm fahren. Nee, das geht schon, euer Hirn macht das für sich. Oder diese Brain Caps. Ich glaube, Timo, du hast irgendwann mal, als ich mir, als ich diese Mopete da hatte, da wollten wir unbedingt irgendwo hinfahren und dann habe ich dich überredet, dir schnell einen Helm zu holen und dann waren wir bei Louis und jetzt habe ich den günstigsten für 14 Euro, die auch keine ECE, also europäische Sicherheitsnorm halt haben. Aber in Kasachstan abgenommen. Die cool aussehen, die heißen auch die sogenannten Brain Caps. Und der Verkäufer meinte, ja, da kannst du auch eine Socke auf drüber ziehen, ist genauso sicher. Ich glaube, Brain Cap oder sowas ähnliches hat sich Timo dann geholt. Auch die Brain Caps nicht auswaschen, zusammenfalten und nochmal benutzen. 3% machen das aber. Nee, brauchst keine Angst haben. Das Kondom ist gewaschen. Bitte, ja, meine Güte. Als offizielle Werbefigur von und für Kondome sage ich euch, Freunde, einmal über den Lümmel stülpen und dann danach entsorgen. Und nicht in der Toilette runterspülen, sonst. Pass auf, ich habe einen guten Mythos. Feuchtes Klopapier. Was steht auf jeder feuchten Klopapierpackung drauf? Nicht essen? Kannst du runterspülen. Achso. Kannst du nicht. Kannst du nicht. Nee, habe ich aber schon mal. Ja, natürlich kannst du. Du kannst ja alles Mögliche reinspülen. Das Problem ist, du solltest nicht, weil sich das in der Kanalisation zu richtigen Fettklumpen zusammenhaut, weil sich das nicht richtig zersetzt wie normales Klopapier. Ah. Das ist nämlich so, ist ja Baby-Wipes nachempfunden. Baby-Wipes? Also so Feuchttücher für Babys. Ah, okay. Mit denen du Kindern den Hintern putzt. Und das war auch die Kampagne dafür. Also wenn ihr es bei Babys macht, warum putzt nicht bei eurem Hintern? Die werden ja auch, die Feuchttücher für Babys werden ja auch einfach mit den Windeln im Müll entsorgt. Und nicht runtergespült. Mit dem Kind im Müll entsorgt? Mit den Windeln. Ach so. Kinder bitte trennen beim Müll. Ich hab nicht zugehört. Also Kinder im Müll entsorgt. Okay, das ist gar nicht lustig. Scheiße. Nee. Jetzt hat man gleich wieder irgendwelche. Ja, naja, pass auf. Aber so und das, ja, naja, pass auf. Und deswegen auch eigentlich, ne, also wenn ihr feuchtes Klopapier benutzt, im Hygienemüll, nicht im Klo. Lustig, da fällt mir schon das nächste Ding ein. Es gibt doch diese lustigen Biomüllsäcke, die sich auflösen nach 3, 5, 18 Wochen oder so. Bloß blöde, dass bei den städtischen Mülldeponien der Biomüll weiter quasi transportiert, verarbeitet etc. Nach 2 Wochen. Das heißt, die müssen dann halt auch noch irgendwie in der Müllverteil-Entsorgungs-Dingsbums-Anlage diese bescheuerten auflösbaren Biotüten rausfummeln, weil die werden halt dann nicht kompostiert. Ja. Die könnten kompostieren, aber die haben keine Zeit dafür. Deswegen sind diese. Wir haben doch keine Zeit. Genau, wenn ihr sagt, von wegen, ich habe so einen Biomülleimer zu Hause, ihr müsst euch diese Biomülltüten nicht kaufen, wenn ihr meint, ihr tut was Gutes. Natürlich ist es hygienischer für euch, aber besser wäre, wenn ihr so einen Eimer habt, dann den nehmt ihr immer nach unten, kippt den halt aus. Und geil wäre es natürlich, wenn ihr ein Haus hättet, wo dann draußen gleich so ein bisschen Regenwasserspülanlagen, irgendwas ist, wo ihr dann halt das kurz abspülen könnt und dann wieder benutzen, weil der ist halt, wenn man ein Haus hat, ganz praktisch. Ja, für alle unsere, Hausbesitzer unter den drei Hausbesitzer. Zuhörern. Was ist eigentlich, wenn du ein Hausbesitzer bist, dann hast du bestimmt auch Wasseranschluss draußen, oder?
Kommt drauf an. Wenn jetzt so ein Haus am Griebnitzsee in Potsdam von Jauch besetzt, der hat doch bestimmt draußen auch so einen Wasseranschluss. Der wird sicherlich draußen einen Wasseranschluss da haben. Da hättest du einen Vorteil als Hausbesetzer. Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Das merkt er doch gar nicht. Nee, ich glaube, nimmst du eins in zweiter Reihe, da wo man eh nicht wohnen mag. Der hat so viele Häuser, der findet die gar nicht mehr alle. Ich bin der Letzte durchgefahren. Ich habe übrigens gehört, es ist nicht nur Jauch, sondern Potsdam teilt sich auf zwischen Jauch und La Fontaine. Es gibt so eine unsichtbare Jauch-La Fontaine-Grenze. Und ich glaube, richtig gebettelt ist es dann halt, wenn es darum geht, fettes Grundstück, fette Villa, aber in zweiter Reihe zum See. Das sind immer die richtig peinlichen Dinger, wenn das jemand von denen gekauft hat. Das ist wie direkt über Los keine 4.000 Euro direkt ins Kittchen gehen. So ein Gefühl ist das bestimmt für dich. Das ist übrigens auch ein Mythos. Was? Man muss nicht bei der Karte ins Kittchen gehen? Nee, aber das eigentlich ist es so, ich glaube, du sollst nicht jedes Mal, wenn du über Los gehst, Geld mitnehmen. Aber es heißt ja, ach so, du meinst generell, wenn du überall losgehst. Genau. Ja. Naja, da gibt es ja natürlich Spielregelvarianten. Ja, aber genau, aber die offiziellen Regeln, deswegen ziehen sich Monopoly-Spiele in der Regel so lang. Ja. Weil die Leute das Geld immer wieder mitnehmen. Und eigentlich ist die Idee, dass du das Geld nicht mitnimmst und dann bist du viel schneller bankrott und dann ist eine Partie auch 30 bis 50 Minuten lang. Ich könnte mir aber auch vorstellen, 8 bis 9 Stunden. Dass Monopoly halt auch im Laufe der Zeit sein Regelwerk geändert hat. Ja, ich meine, das wird ja dann den Leuten angepasst, sicherlich. Weil wir haben es damals zum Beispiel gespielt, meine Schwester und ich nur alleine und waren total aufgeregt. Zu zweit ist auch ein super Spiel. Ja. Aber wir haben halt gedacht, von wegen, wie geil wäre das, wenn wir wie diese Familie, die im Guinness-Buch steht, dann halt irgendwie 8 Tage das Spiel. Mhm. Irgendwann hast du dann halt auch, wenn du nicht richtig blöde spielst, diese Welt dann aufgeteilt. Ja. Und dann geht es halt nur darum, ich krieg von dir, hä? Ich krieg von dir, hä? Ich krieg von wie Potsdam. Ja. Das passt zu dir. Oder zu einem gestrigen an der Zustand. Nase des Mannes. Das, nee. Das kann ich erklären. Ja, bei ihm stimmt's. Nee, willst du? Riesen dann mache ich das mit der Nase. Das ist erschreckend. Ja, erzähl. Der Spruch an der Nase des Mannes, erkennt man den Johannes, leitet sich von der Ritterrüstung her. Wo das auf dem Penis aufsitzende Teil Nase heißt. Auf dem Penis? Genau, du hast ja in der Ritterrüstung hast du ja auch am Penis einen Schutz. Also über dem. Quasi einen Tiefschutz. Ja, und der Tiefschutz heißt. Nase. Und weil der einigermaßen eng sitzen muss, damit du dich in der Ritterrüstung das richtig bewegen kannst, erkennst du an der Nase des Mannes seinen Johannes. Wieder was gelernt bei Finesse. Lustigerweise aber ja auch einfach die Größe seiner Hoden. Ja, weil das manche ist ja meist, Leute haben einfach riesige Hoden. Ja, und das ist ja meist das, was du wirklich schützen willst und nicht. Ja, weiß ich nicht. Also ich böse Handkantenschlag auf. Also eine Penis. Lanze in den Penis tut, glaube ich, auch ganz schön weh. In den Penis. Ich glaube, das ist dann auch eher ein Hobby. Das ist dann auch keine Verletzung mehr. Ich habe Verletzung durch Hobby. Also im Mittelalter hat es auch noch der Zahnarzt gemacht. Penisverletzungen mit Lanzen. Wissen auch die wenigsten. Was du alles so erlebt hast. Und mit Markus Lanz. Alkohol wärmt von innen. Nee, Alkohol kühlt doch aus. Wissen wir auch, dass die Blutgefäße sich weiten, Nervenenden beispielsweise im Gesicht stimuliert werden. Man hat das Gefühl, dass es wärmer ist. Was interessant ist aber, dieser Aufwand, den der Körper betreibt, um Alkohol zu verarbeiten, ist manchmal so schwierig, dass er Temperatur verliert. Und man möchte eigentlich meinen, dass er wärmer wird, was er auch, wenn er halt arbeitet, erst wird. Aber danach kann das mal blöde runterkippen für, aber ich denke mal eher so Alkoholiker, dass es gefährlich ist, wenn es dauerhaft so ist. Aber das wusste ich nicht, dass es halt auch zu bei übermäßigem Genuss eher dazu kommt, dass die Körpertemperatur sinkt. Und nicht, doch, ich dachte gleichbleibend, habe ich gedacht. Nee, das ist ein bisschen wie bei Tee, wenn das warme Blut in die Extremitäten geleitet wird und der Körper schneller auskühlen kann. Dadurch, deswegen, also das Schlimmste. Ist das dann ja auch bei Kaffee dann? Ja, ja. Das Schlimmste, was so ein Dalmatiner, also wenn du mit. Oder bei Real Power Horse Drinks. Der einzige Energy Drink aus Pferdeurin. Gab es nicht mal Horse Power? Weiß ich nicht. Ich war ja nie so ein Energy-Fan. Erste Pendant gegen wie heißt es hier? Red Bull. Genau. Ich dachte, Monster. Party. Ei. Und zum nächsten. Aber wir waren gerade dran. Espresso enthält mehr. Habe ich Espresso gesagt? Nee, du hast Espresso gesagt. Espresso enthält mehr Koffein als eine Tasse Filterkaffee. Nope. Durchschnittlicher Espresso, also eine Tasse, erhält 25 Milligramm. Eine Tasse Kaffee im Durchschnitt hat 120 Milligramm. Und Klaus kann es bestimmt auch erzählen, warum man dennoch das Gefühl hat, dass es
intensiver ist, geschmacklich. Weil weniger Wasser drin ist und man das eher trinkt wie ein Shot. Also ja, ist ein bisschen wie, als wenn man einen Schnaps trinkt im Vergleich zu einem Wein. Ja. Ich glaube, es wirkt auch schneller. Kann das sein? Also, oder das kann sein. Der Peak ist schneller da. Also, ich meine, es gab halt immer so viele Dinge. Na, ich weiß, also wenn du es mit Milch trinkst, dann wirkt es ja langsamer. Ja. Also ein Cappuccino oder ein Latte Macchiato, da verteilt sich das Koffein langsamer im Blut. Und ich würde sagen, die meisten Leute, die Filterkaffee trinken, trinken den auch eher mit ein bisschen Milch. Ja. Ansonsten wahrscheinlich der verarbeitende Druck und die entfernten Gerbstoffe, durch die es weniger sauer machen. Durch das sowas? Geringe Wasser, was mit hohem Druck durch die durch den Kaffee da durchgepresst wird, sei halt auch ein höherer Fettanteil einfach von der Kaffeebohne noch über. Und der ist dann halt bekanntlich ja halt auch ein Geschmacksträger. Okay. Ja, also mir schmeckt es halt auch einfach besser. Ich war nie so ein Fan von Filterkaffee. Du bist auch der Fan von kalten Getränken im Sommer. Ja. Ja. Nee, aber also Espresso ist wirklich das Eins. Auch, ich habe halt angefangen, irgendwie so Cappuccino und so zu trinken. Um von Cola runterzukommen. Ja, das ist ja, was man mit 8 so macht. Nee, aber jetzt Espresso. Wie sie hat mit 3 angefangen zu rauchen, oder wie war das? Nehmen ja, wir aber ich rauche gar nicht so viel. Nur von langweilig, das so 3-4 Zigaretten am Tag. Aber manchmal beim Arzt, meine Lunge angesehen, alles top. Geht's eigentlich schon weiter? Nee, leider nicht. Nein. Das ist auch ein Mythos, dass Brain and Gain klüger macht beim Schauen. Haben wir das gesagt? Wir trotteln. Ja. Aber da waren wir auch noch dumm, weil wir es nicht gesehen haben. Oh, dumm. Leider ja, dumm. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas in die Richtung habe jetzt. Fingerabdrücke. Dass jeder Mensch einen individuellen Fingerabdruck hat. Auch falsch. Wir teilen uns ein. Ja. Aber dann war es ja eine kluge Aktion von dir, dass du gesagt hast, für den neuen Perso nehme ich mal einen Fingerabdruck, den haben wir nur 5 andere auf der Welt. Ja, also das ist tatsächlich, es gab auch schon bei forensischen Untersuchungen Verwechslungen. Also der Fingerabdruck ist einzigartig genug, um dein Telefon zu entriegeln. Das ist ein Sicherheitsmechanismus, der funktioniert okay mit dem Fingerabdruck. Werden bloß gerade enorm geklaut. Ja. Ja, naja, aber wird jede teure Technik. Was? Aber dafür ist es schon in Ordnung. Aber der ist nicht einzigartig. Und der Typ, der das behauptet hat, dass Fingerabdrücke einzigartig sind, ist auch einer, der ganz groß im Ende des 19. Jahrhunderts für die Rassenforschung eingetreten ist. Also jemand, dem man vertrauen kann. So, wenn ihr euren Schädel vermessen wollt, um zu schauen, ob ihr Nordisch 1 oder Arisch 2 seid, das ist aber dann auch denkt der Trend, an eure ne? Fingerabdrücke. Heritage 3000, ey, die heraus, wenn ich die Scheiße nochmal sehe, du bist. Ey, wirklich, diese Leute, die dann halt da sitzen, ja, wir sind ja eigentlich so sozialliberale Spiegelleser. Und dann gucken sie in ihre dumme Mappe und so, ja, also wir müssen dir sagen, du bist zu 6% Spanier. Oh, das hätte ich nie gedacht. Also für mich waren Spanier ja immer keine Menschen. Aber jetzt, wo ich merke, ich bin auch zum Teil Spanier, sehe ich auch schon, auch ein Spanier kann ein Mensch sein. Also ein Cocker-Spanier zum Beispiel. Erklärt ihr auch mal euch alle weg. Ehrlich. Wegficken. Ja, komm. Ansonsten also wirklich, macht dieser, das Klaus. Das ist kein bisschen anders, als die Leute irgendwie im in Nordisch 1 oder Kaukasisch 4 einzuteilen. Diese dumme, pränationale Scheiße, irgendwie vor den Nationenstaaten. Nee, wir gehören alle einer verschiedenen Rasse an. Ich muss jetzt schon wissen, das für meine Vergangenheit und für meine rassische Identität ist das wichtig. Das ist wichtig, aus welchen Volksstämmen ich komme. Jetzt wissen wir auch, Palästinenser und Israelis, die seit Jahren im selben Gebiet gelebt haben, die gehören quasi, das ist ein Volksstamm. Ach was, wirklich, rasende Erkenntnis. Ganz, ganz toll gelöst, wirklich. Ihr seid alles Top-Menschen. Wählt bitte weiter grün, ihr Spasten. Den Punkt kann ich verstehen, aber einen Punkt habe ich gedacht, dass man generell einfach eine Neugierde hat und denkt so von wegen, weiß nicht, sowas wie, warum zieht es mich in die Länder oder sowas, auch so eine Alltagsmythen. Ja, aber du hast doch keine genetische Prädisposition, da hinzugehen, weil man Vorfahre von dir daher kam. Und vor allem, meinst du nicht, dass es diese Theorie gibt? So ein wandernder Kelte, der durch die Highlands spaziert ist und dann über 800 Generationen hat sich dir dieses Gen weiter vererbt. Meinst du nicht, dass ich muss jetzt schon mal, nein. Bullshit. Nein, ich meine den Mythos. Den Mythos gibt es doch. Ja, den Mythos gibt es. Das meine ich das Ganze, davon. Ja, wegen. Natürlich. Das ist kein Wunder, dass ich mich so aufrege. Ich bin ja auch Italiener zu einem Drittel. Dumme Shit. Genau das unterfüttert diese dummen Vorurteile. Ja, ich habe schwarze Vorfahren, deswegen habe ich einen riesen Schwanz. Ja, lustig. Nee, ich habe gedacht, alles super. Also ich bin Nerd, weil ich Asiate bin. Ich bin ein ganz crazy Mix. Man kann doch, also ich meine halt so, dass man das so als Touristengag verkauft, um sich das rauszuziehen, was man will. Also weil die meisten, die sowas machen, das ist wie aus der Hand lesen. Ja, die suchen doch auch nur das, was sie schön finden. Zum Beispiel, ich fahre gerne nach Spanien, aha,
ich bin Spanier. Zum Beispiel, ich fahre gerne nach Schottland, wenn ich das machen würde und dann steht von wegen 0,3% Schottland, haha, na, und würde alles andere ausblenden. Also, guck mal, sowas. Das ist zum wie aus der Hand, also in deiner Hand, Dirk, sehe ich ja nicht nur 0,3% Schottland, sondern das war William Wallace. Das siehst du? Ja, das sehe ich ganz deutlich in deiner Hand. Ich spüre deine grammatische Energie. Ich mache die Gabriella Tusnelda Gedächtnisforschung. Freiheit! Ja, das machst du ganz gut. Reg dich aber bitte nicht immer so auf hier im Podcast, Dirk. Tut mir leid. Ich sehe das hier am Pegel. Okay. Das ist echt nicht gut. Es kann sein, dass ich unsere Kanäle vertauscht habe, aber trotzdem. Die Blüten der Sonnenblume folgen der Sonne. Was ist denn das für ein Mythos? Die Folgen der Sonne auf ihrer Reise durch die Milchstraße, ja mehr oder weniger, weil die Erde um die Sonne kreist. Oder was? Folgen der Sonne. Kennst du das nicht? Nee. Okay. Ja, es gibt einen Mythos, dem der kann sagt, ich nicht folgen. Dass die Blüten halt den Tagesverlauf der Sonne halt folgen, was nicht ganz der Fall ist, nämlich ausgewachsene Blüten einer Sonnenblume zeigen in der Regel immer Richtung Osten. Ach, nur Scheiße, junge ey. Sonnenblumen Blüten folgen der Sonne, also den Verlauf der Sonne, weil sie den halt auch brauchen. Das ist ein guter Weg festzustellen, ob Sonnenblumen schon legal sind. Ladies, Martin Lee. Das passiert vielleicht auch für passt vielleicht auch für Klaus. Ja. Im Mittelalter lag die Lebenserwartung bei 30 Jahren. Bisschen älter, würde ich sagen. Ja, laut Statistik, beziehungsweise es wurde nach dem heutigen Stand vom Aufbau einer Statistik die Statistik gefälscht, da sie hohe Kinder- und Geburtensterblichkeit mit einberechnet hat. Okay, ja. Und deswegen diese verfälschte Ergebnis gab, würde man das nach heutigen Standard berechnen, wäre es tatsächlich so, dass viele 65 und älter wurden im Mittelalter. Ja, was okay. Ich aber echt überraschend fand. Na klar, wenn du halt eine Familie von 9 Kindern hast und davon sterben 7 vor 3 Jahren und die sind alle in der Statistik mit drin. Das ist so ein bisschen wie kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Lebenserwartung von Männern deutlich geringer war als die von Frauen. Gut. Weil, oder meine Lieblingsstatistik, die da mal... Aber ich meine, das sind doch natürliche Sterbesituationen, ja, und nicht kriegsbedingt. Ja, aber wenn du halt so wahrscheinlich gab's oft wenn du so eine Kurve, wenn du so eine Kurve errechnest, du kannst ja auch, was ist das, Median, ist glaube ich die statistische Methode dafür, dass du die extremsten Zahlen rauswirfst. Ja. Aus der Messung. Also die Ausreißer zu beiden Seiten schmeißt du raus und du gehst nur aufs Mittel. Und da kommst du eigentlich bei sowas zu einem besseren Ergebnis. Es gab mal in den, ich glaube, 70ern oder so eine Studie, woran die Piloten von kommerziellen Flugzeugen gestorben sind. Und mit überwältigender Mehrheit sind die an Krebs gestorben. Ich dachte, jetzt nicht abschießen. Nee, aber kommerzielle Flugzeuge, also okay. Airliner. Aber die Sache ist natürlich, kommerzielle Airliner... Permanente Gammastrahlung. Gab's seit den 50ern. Das heißt, wer bis zu den 70ern gestorben ist, ist mit 50 gestorben. Mhm. In der Regel. Und woran stirbst du mit 50? Dann bist du halt ein Ausreißer, der mit Krebs gestorben ist. Und die anderen haben halt eine ganz normale Lebenserwartung, aber die hatten noch keine Zeit zu sterben. Weil die Untersuchung halt viel zu früh gemacht wurde. Also ich meine, das hättest du mit jedem Beruf machen können, den es erst seit 10 oder 20 Jahren gibt. Dann sterben die Leute halt, wenn sie jung sterben, mit Krebs oder einem Verkehrsunfall. Also Statistiken sind ja auch brutale... Ja. Auch ein schönes Zitat, was fälschlicherweise Churchill angedichtet wird. Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Mhm. Auch so eins dieser falschen Zitate. Wer hat das gesagt? Nicht Churchill. Viel zu wenig geistreich für Churchill. Das fand ich auch ganz interessant, das habe ich auch schon mal gehört. Überwachungskameras an öffentlichen Plätzen senken die Kriminalität, Herr Stoiber. Das Falsche sind eigentlich Unterwachungskameras, die Kriminalität senken. Ja, ja. Tatsächlich ist der Mensch ein Gewöhnungstier und auch im Bereich Überwachungskameras und auch wenn man kriminelle Energie hat. Die meist überwachten Länder, zum Beispiel England, was glaube ich ganz, ganz vorne ist, kann bis heute keine Studie dafür darlegen, dass halt ihre perverse Überwachung durch Milliarden von Kameras irgendwas gebracht hat. Aber die Regierung hat dann dennoch einen lustigen Weg gefunden, um sich dessen zu erklären. Sie hat gesagt, sie sind auch gar nicht dazu da, die Kriminalität zu senken, sondern sie sind dazu da, die aufkommende Kriminalität zu lösen, die einzelnen Fälle der Täter, denn wir können viel leichter die Täter aufspüren dank unseren Kameras. Was stimmt? Ja. Ja. Ihr Affen, Alter. Aber auch, wenn du einen Fetisch hast, kannst du gut dazu onanieren.
Ja, also natürlich kannst du halt sagen, ja. 98 deines Einmal Prozent frei. Deiner Bevölkerung halt permanent dir anschauen in der Öffentlichkeit. Dann aber auch sagen, ja, aber hier die 3% Schwierigkeitenmacher, die haben wir schneller. Schwierigkeitenmacher finde ich ganz gut. Ja. Das fand ich ein bisschen eklig. Oh nein. Hier nochmal zum Schluss. Das ist was auf dem Magen, das halte ich nicht aus. An Toilettentürgriffen von öffentlichen Toiletten seien die meisten Bakterien. Ich glaube, direkt hinter dem Smartphone-Display. Gruseligerweise ist es nämlich so, dass im Vergleich zum Rest einer öffentlichen Toilette der Toilettengriff der Tür fast am wenigsten Bakterien hat. Gefolgt noch von Spiegel und Wände. Aber alles, was Spiegel! Der Spiegel! Aber alles, was man sonst berühren könnte, ist enorm voller Bakterien. Und das Letzte deswegen, ich versuche immer alles mit dem Ellbogen zu betätigen, was ich irgendwie mache. Oder Papier um die Hände zu wickeln und dann erst durch die Tür schlängeln in den Mülleimer zu werfen. Denn, lustiger Fun-Fact, der westliche Hemisphäre, wenn man so will, bis heute ist immer noch so, dass 30% der öffentlichen Toilettennutzer sich die Pfoten nicht waschen. Ja. Das ist aber auch ein Mythos, dass man sich immer die Hände nach dem Spülgang waschen muss. Wie gesagt, haben wir auch schon geredet, im Pool, einfach direkt im Pool danach, reicht auch aus oder kurz ablecken die Finger. Ja. Das Gute ist, diese Prozentzahl wurde nach unten gedrückt, weil die Frauen mit einbezogen wurden. Hätte man nur die Männer angeguckt und dann ein bestimmtes Alter, dann ist es weit über 70%. Ja, Mann, ehrlich, ist das ist wirklich, ist es immer so schwer, sich die Hände zu waschen? Also wenn wir zum Fußball gehen, ist es da habe ich das Gefühl, es ist 50-50. Und da gibt es diesen Pisse, lustigen der Typ geht Comic. Weg und denke, kein Geräusch, der hat es aber eilig. Diesen lustigen Comic, wo die Leute sich die Pimmel schütteln, was sie ja de facto machen. Auf der Toilette, genau, beim Mir hat mal jemand eine Lampe, wo ich gerade gearbeitet habe, und ich war auf Klo, wasche mir die Hände, und er kommt aus der geschlossenen Kabine und packt mir auf die Schulter, ey, coole Party, und geht wieder raus auf den Dancefloor. Alter fickender Finne, wascht euch eure Scheiße, das ist echt nicht schwer, ihr tut euch und euren Mitmenschen damit einen Gefallen, wascht euch einfach die Hände. Es ist nicht so schwer, wenn ihr meint, ihr kriegt trockene Hände, dann cremt sie euch halt nachher ein. Und ehrlich gesagt, auch einmal oder zweimal am Tag kann man auch den Penis und seinen dummen Arsch waschen. Ja, das kann man in das der stimmt. Gesellschaft erwarten. Ich sag's immer wieder, Happy Po ist der Knaller. Nee, aber das ist halt, das ist echt. Dein also Pegel schlägt schon wieder aus, Dirk. Es tut mir leid. Das ist aber echt krass, dass wir uns irgendwie nicht jeden Tag irgendwie so ein Strauß Blumenkohl an den Lippen halt geholt haben, als wir gearbeitet haben, weil es wirklich ein alles. Widerliches Loch. Ja. Aber gesponsert von zur Glühlampe. Da kenne ich aber noch jemanden, der den Desinfektionsdaumen hatte. Ja, hier, diese Mexikaner, diese kurzen Gläser, die kann man nicht so richtig über den Spülboy. Da popelst du einmal mit dem Daumen durch, kaltes Wasser, sauber. Ich sehe da nichts mehr dran. Nichts macht auch so sauber dran. Wie kaltes Wasser. Schönes, boah, ist im 18. Jahrhundert sowas, wo wir dachten, da gibt es keine Bakterien, weil man sie ja nicht sehen kann? Ja. Wie, was, wir sonst die Hände waschen vor einer OP? Meinen Sie, ich habe jetzt mir auf die Hand gekackt vorhin. Ja, hätte man von den Römern eigentlich lernen können, aber gut. Ach ja. Das sind Silberinstrumente, glaube ich, die antibakteriell sind. Und gegen Werwölfe helfen. Das ist ja auch, da gibt es ja halt auch den Mythos Silbernitrat. Also irgendwie besonders gereinigtes Wasser mit ganz leichten Silberanteilen wird heute, auch mit Goldanteilen wird heute verkauft, gegen Krankheiten, bla bla, zum Wegschlürfen etc., weil das halt antibakteriell auch im Körper funktionieren soll. Leute schwören drauf. Nachweislich ist es halt ein enormer Placebo-Effekt, aber es heißt ja immer so schön, wer heilt, hat recht. Und dann kann man auch mal so einen Schluck. 15W40 saufen, wenn man aber das glaubt. Einzige, das einzige Wasser, was wirklich hilft, ist Active O2, der Powerstoff mit Sauerstoff. Was war denn da nochmal der Mythos, beziehungsweise dass die Idee da mehr Sauerstoff drin ist und der Körper nimmt mehr Sauerstoff. Wo nimmt man mehr Sauerstoff auf, als durchs Wasser, was man sich in den Magen schüttet? Genau da brauche ich den Sauerstoff. War das doch ein höherer Kohlensäureanteil, oder was? Das alleine rein chemisch ist das vollkommen unmöglich. H2O2 ist irgendein so hochexplosiver Stoff. In der Werbung war es doch immer, dass es mal durchgepumpt die wurde, oben löst Dioxid. Sich und dann trinkst du den Rest. Bullshit, das ist explosiv. Habe ich auch etwas angerichtet. Nee, aber komm, das ist wirklich, dumme, abgestandene Brühe von Adel Holzner, was ohnehin schon kein geiles Mineralwasser ist. Also falls ihr uns sponsern wollt, könnt ihr euch in den
Ne? Eklig und, ist auch Volvic Vulkanwasser. Das Volvic ist echt, wirklich ekelhaft. Das schmeckt echt, als ob das durch Matratzen gefiltert wurde. Also Volvic und Adel Holzner, ihr könnt im Straßengraben verrecken. Übrigens, ich habe heute auf Twitter, werden ja manche Werbeanzeigen vorgeschlagen in meinem Privataccount. Ich habe uns nicht mit reingezogen. Und eine war von so einem, der irgendwie der Bund der Pimmelarbeitgeber und so ein Zitat von so einem Schwachmaten aus der Jungen Union. Ja, also wir müssen uns ja auch schon der Lebensrealität stellen, dass die Menschen leben immer länger und die Rente mit 63 ist eine Illusion wegen der hohen Lebenserwartung. Ja, habe ich sofort geschrieben, wenn ihr die senken wollt, dann verreckt doch einfach alle im Straßengraben. Diese dummen Pisser. Also ich habe mit 20 angefangen, Finanzgeschäfte mit dem Geld meiner Eltern zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass ich das mit 80 auch noch mache. Ich schlag dir in den Schwanz. Weiß nicht, ob deine Reaktion danach passiert. Ich muss ja erstmal die Lanze herausziehen. Haben wir noch was? Mir ist jetzt noch Zeit für so eine halbe Stunde Cooldown. Wir sind für Nüsse. Wie sind wir schon so weit? Weiß ich nicht. Du hast doch da die Anzeige. Wir sind über eine Stunde. Wisst ihr? Scheiße. Wir sind für Nüsse. Wenn ihr Klaus wieder in Topform hört, schick uns nach Hause, Dirk. Dann schaltet das nächste Mal auch wieder ein, wenn es heißt Für Nüsse mit Dirk und Klaus. Abonniert uns bei YouTube auf dem Kanal Für Nüsse mit Dirk und Klaus und schreibt einen Kommentar darunter, unter jedem Video. Gebt uns ein Like. Ja, und schreibt vor allem mal, welcher Zuhörer ihr seid mit der Nummer. Könnt auch schätzen. Ja. Du bist gerade 5. Du bist die 5. Ja. Nummer 5 lebt. Für Nüsse mit Dirk und Klaus gibt es auch bei iTunes und Podcast Addict, irgendeiner anderen App, deren Namen ich vergessen habe. Sagen wir Schnizzly. Das findet ihr uns als Download auf eurem Telefon. Entschuldigung, falls ihr Klaus mal einen guten Tipp für einen geilen Therapeuten schicken wollt, dann schreibt an. Ich bin so ein ausgeglichener Mensch. Ich bin so ausgeglichen. Ich glaube, Timo hat einen geilen in seinem Haus. Ich bin der Autor von berühmten Selbsthilferatgebern wie Hilf dir selbst. Ich tu's nicht. Ja. Hm. Oder schreibt einen Tweet an @fürnüssepod auf Twitter, wenn ihr auf Twitter seid. Was ich euch raten kann, weil auf Twitter geht echt alles. Twitter kommt voll. Oh, scheiße. Ja. Da, der Präsident der Vereinigten Staaten ist da. Ja. Die FDP ist da. Robert Mueller ist da. Alle, die man... Queen Latifah. Roseanne ist nicht mehr da. Ach, wieso das denn? Alex Jones ist auch nicht mehr da. Warum nicht? Weil die Frösche schwul sind durchs Wasser. Das ist ja aber auch... Das stimmt ja. Wie war das nochmal mit den Kondensstreifen am Himmel? Das sind Chemtrails. Aber was machen die mit dir? Warum bist du heute so aggressiv? Ich bin überhaupt nicht aggressiv. Hast du vielleicht dummerweise heute draußen gestanden und geatmet? Ich bin echt ausgeglichen. Während ein Flugzeug über dir hinweg. Ich bin an einer emotionalen Bestlage heute. Man könnte auch sagen, Synonym für Tiefpunkt. Ich freue mich darauf, einfach gleich noch Sport machen zu gehen, wenn ich mir nicht irgendwie den Rücken ein bisschen verlegen hätte, aber da muss ich jetzt durch. Ganz rot der Rücken. Blush. Von Maybelline, New York. Ja, weiß ich nicht, haben wir noch was Intelligentes zu sagen? So eine Abmod, wir können auf 1 noch 10 was Intelligentes gehen zum Beispiel. Ich glaube, das war schon eine ziemlich gute Folge. Ja. Energetisch ganz gut. Brauchst immer ein bisschen Suft drin, dann ist dein System einfach heißer. Ich bin wirklich... Unterkühlt, ja. Wissen wir. Ist auch ganz schön heiß heute wieder draußen. Viel Spaß beim Klettern, alter Vogel. Okay, also das waren Fünnis mit Dirk und Klaus. Nächste Woche gibt es ganz wie gewohnt eine Folge. Ich versuche, dich zusammenzureißen. Nee, ich mache jetzt eine Hammer-Abmord. Ja, ich warte. Nächste Woche gibt es wie gewohnt eine Folge. In der Woche darauf werden wir eine Folge voraufzeichnen. Das heißt, auf tagesaktuelle Sachen können wir dann in 2 Wochen nicht eingehen. So aber, wie sonst immer. Ja, eben. Sonst haben wir hier, das ist alles, ich finde das alles relevant. Und guckt euch mal Adam Ruins Everything auf YouTube an von College Humor. Auf jeden Fall. Ja. Gut, wir haben euch lieb. Dirk? Haben wir. Cool.